Und dann gehe ich da mal einfach mal da hinten durch den Gang durch. Und weh, ich komme ja nicht weiter, ne? Dann bin ich aber ein bisschen böse auch. Kann ich einfach die Luft ablassen? Ach, man kann mit R1 natürlich. Ja, dann triff mich von mir, das ist mir auch egal. Zieh mich nicht weg. Ja, toll. Das ist so dumm. Ich könnte doch schon wieder ausrasten, echt, ey. Ja, raus hier, ey. Boah. Kackstelle. Was ist denn hier los? Wer bist du denn? Ja. Okay. Den hab ich jetzt zur Kenntnis genommen. Houston, we have a problem. Kann ich mit dir reden? Nee, ne? Ich will auf den Kopf springen. Hab ich geschafft. Okay, ich verstehe den Raum nicht. Okay. Darf ich auf die Plattform warten? Dankeschön, okay. Na gut, dann gehe ich wieder zurück, ne? Mir fällt jetzt sonst eigentlich nichts anderes ein, was ich machen könnte. Außer mich selbst töten. Gut, dahin komme ich wahrscheinlich noch ein zweites Mal hin. Also das sollte sogar ich schaffen. Ich muss nur einmal gucken, wo wir hier nochmal zurückkamen. So, und dann so. Und dann... Boah, ich bin so froh, dass wir den Ballonkack geschafft haben, ne? Oh mein Gott. Jetzt steht das Spiel ab. Das wäre recht ärgerlich, doch. Könnte man so sagen. Wurmelrekord gebrochen! Oh mein Gott! Ich breche gleich auch. So. Ja, damit. Oh, der trifft mich immer. Jedes verdammte Mal. Was er mit der Statue auf sich hat, das weiß ich eigentlich gerade noch nicht. Ja, guck mal. Wenn man die auch frühzeitig sieht, ne? Dann klappt das vielleicht auch mal. Und jetzt ist auch der Jimmy wieder happy. Boah, weg. Mit CH schön. Ist das jetzt hier endlos respawnende Spackens oder was? Ich hier nicht. Ja, nochmal. Oh, geh weg! Ich hasse euch. Dankeschön. Oh, das kann ich sein. Natürlich. Nur bis durch ein paar Wände fliegen vielleicht. Boah, wenn man jetzt ja auch nicht mal Ruhe hat, sich hier mal umzugucken, ne? Ey, oh, tatsächlich. Das sind endlos respawnende Gegner. Also sieht für mich zumindest sehr stark danach aus. Da hab ich auch richtig Bock drauf. Hey, was geht? Hey, Groovy Baby, du musst der Wurm sein, über den jeder redet. Was ist dein Sternzeichen wahrscheinlich? Ach Gott, eine unaussprechliche Afro-Leichenart. Auf was für eine komische Art bin ich denn hier gestoßen? Also, ich bin Sagittarius. Piskes, hm? Was, Piskes? Hä? Ich hab vergessen. Ich treffe mich nicht mit Würmern. Piskes? Na egal. Was tut so ein unglaublicher Disco-Freak wie du an einem Ort wie diesem? Ich gehe in die Gruft, Baby, aber ich will ein neues Medaillon haben. Meins hat der Disco-Champion, der hier irgendwo begraben ist. Kann mich nur nicht erinnern, wo. Kannst du ihn für mich finden? Ruhe in Frieden, mein Freund. Ich hole dir dein Schmuckstückchen. Wenn du in der Disco tanzen möchtest, geh durch die große Tür, die neben mir ist. Pass auf die Kinder auf. Okay. Hey. Ja. Die Tür ist auf, wie ich sehe, ne? Also dieser Grabstein ist, glaube ich, gerade erschienen hier. Oh, ich kann... Das kann doch nicht sein hier. Penner. So muss man das machen. Schöne Deckung gehen immer, ne? Ein bisschen feige auch. Der holt ja auch schon aber auch immer schön hoch. Na gut. Was kann ich jetzt mit dir machen? Hey! Hallo! Hier liegt Disco Dave. Er erreichte den dritten Platz, wurde aber vom Bass getötet. What the? Hey! Ich versteh's nicht. Was ist denn hier los? War die irgendwelche Sachen an der Decke mal festgeklatscht? Keine Ahnung. Egal, ich gehe mal weiter. Ne?
Ach, ich hab die Perspektive nicht gerafft. Oh, die sind aber auch so hässlich, die Viecher. Das ist ja unglaublich. Ich will auch Homing-Rotze haben. I feel great. I feel great. Dankeschön. So, jetzt muss ich die Tür. Oh, das ist ein. Ah, ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Gucken wir mal. Das ist wahrscheinlich die Gruft, ne? Schon wieder so ein Teil! Warum? Ich raff's nicht, ernsthaft. Okay. Was hab ich denn gemacht? Was hab ich getan? Houston, we have a problem. Was hab ich getan? Ich hab jetzt wieder reingesteckt. Das ist auch gut so gewesen, offensichtlich. Er zeigt auf diese Wand. Aha. Aha. Ups, sorry. Und auf diese? Muss ich das vielleicht mit der anderen auch machen? Die da in dem einen Dings da ist? Im einen Bereich? Will ich dann hinterher mal gucken? Houston, we have a problem. Mal kurz gucken, ob ich hier oder was. Ja, sieht auch fast aus, können wir da noch hin, ne? Naja, gut, okay. Wenn, dann später. Oh, was hält er sich da nicht fest? Hui! Hui! Okay, 41, das ist ja. So viel scheint ja gar nicht mehr zu kommen, vielleicht. Das da hinten. Ach, guck mal, ich komme auch rein. Hey, lustig. Also den Bereich finde ich ganz okay. Ein bisschen rumhüppeln. Geht immer. Ah. Tada! Nummer 3. Ah, ist das cool. Ah, schön. Ach, 6 Stück gibt's hier. Ah, okay. Ich hatte jetzt irgendwie nur 5 gedacht. Na ja, gut, so leicht kann man sich irren. Gehen wir mal hier rein. Hallo! Ja, okay, das sind überall diese lustigen Statuen, die ich da reinmachen muss. Die passt genau. Komm, geh rein. Geh rein. Tada! Wunderbar, okay. Ja gut, dann muss ich das bei der einen da hinten auch machen. Am Anfang. Ich muss daher eh nochmal zurückrennen, ne? Von daher. Alles halb so wild. Okay. Nein! Scheiße, das ist ja Matschepampe! Ja, das wusste ich natürlich jetzt nicht. Warum ist das Matschepampe? Ob ich hier noch machen? Achso, da geht's noch weiter. Mein Fehler. Und nochmal. Jawohl. Jawohl. Und der nächste Bereich für uns. Bitte ohne Matschepampe. Ich mag keine Matschepampe. Oh, hi. Warnung, dies ist eine Schutzzone fürs Wild. Vorsicht geboten, um das zerbrechliche Ökosystem nicht zu zerstören. Was zum? Was zum? Okay, ich muss wahrscheinlich schleichen, ne? Ich muss hier raus, ich muss hier erstmal ganz dringend raus, okay. Okay. Schleichen wir einfach mal. Guck, was passiert. Keine Ahnung, ob überhaupt was passiert. Aber wir müssen auch springen. Ha. Kommen wir da hoch? Hoch? Ne, kommen wir nicht. Oh mein Gott. Okay, Schleichen scheint es zu bringen, ja. Oder auch nicht.
Scheiße! Okay, es war's. Ich bin tot. Fuck! Nein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! So ein Mist! Kacke! Ja, gut, okay. Jetzt müssen wir den Ballonscheiß nicht mehr machen. Oh, ey, okay, das habe ich dann aber noch nicht so ganz verstanden, was ich hier machen muss. Bin ich ja ehrlich. Kann man die Hasen vielleicht abschießen? Das wäre natürlich den Raketen. Houston, we have a problem. Okay, aber es ist jetzt ja erstmal nur Murmeln einsammeln. Dann geht das ja noch, ne? Dann geht das ja noch. Ei, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ganz ruhig, Bauer. Klacks, klacks. Also, Level kommt zumindest jetzt mir nicht so umfangreich rüber. Also, ich weiß natürlich nicht, was jetzt hier noch alles dann kommt. Ich wollte gerade sagen. Ey, der hat mich doch getroffen. Wollte mich jetzt doch getroffen, das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Ich hinterfrage manchmal. Ich glaube, ich höre einfach auf zu hinterfragen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ja, hier, das tue ich mir später. Immer weiter. Ups. Oh mein Gott. Oh. Ah, mein Fuß schläft ein. Oh mein Gott. Ah. Das ist eigentlich auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, dass man jetzt nur noch die, sich jetzt erstmal um die Murmeln kümmern muss in den Alpenbereichen. Ich kann hier jetzt einfach durchspringen. Ne? Das ist ja halt schön noch. Das war auch nochmal eine Beschäftigung von 4 Minuten oder was, aber besser als, 3x 7 Minuten zu machen. Nein, 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 ich bin tot, ich bin tot. Wie viel Leben habe ich noch? Null. Abspeichern und zurück zum Hirn. Muss ich machen. Ja, ja, ja. Hab keine andere Wahl. Also hätte ich schon gehabt, natürlich. Aber jetzt habe ich wenigstens dann meine Euter gespeichert. Euthanasie. Ich will nur das Level schaffen. Okay. So. Wo war ich? Nein, dich nicht hoch! Danke. Da wollte ich hin. Mit Mr. Afro Man. Okay, ich gucke mal vor Uhr. Das müsste jetzt eigentlich mittlerweile, so behaupte ich zumindest, der dritte Part sein. Ich hoffe es mal stark. Das heißt, die Gefahr, dass Julia das sieht, ist jetzt sehr gering. Und zwar, ne? Von wegen meinen Rumgelaber. Also von wegen, ja, vielleicht kommen da keine Videos, weil ich komme wahrscheinlich nicht so auf. Es ist einfach nur dreist gelogen gewesen. Aber ich muss natürlich immer damit rechnen, dass Julia natürlich auch noch mit zuguckt. Ne? Und ja, auf jeden Fall. Ich bin Montag, Dienstag noch bei Julia. Ne? Die weiß davon aber nichts. Also pst, ne? Auch keine Kommentare oder so schreiben, ne? Ihr keine Nachricht schreiben und gar nichts. Zu dem Zeitpunkt, in dem ihr das Video seht, wenn ihr das jetzt zum Zeitpunkt des Uploads seht, weiß sie noch nichts davon. Ich will ihr schön sagen, wenn sie mich am Freitag, am Sonntag zum Bahnhof bringen will, werde ich sagen, ja, ach übrigens, ne? Ich habe noch 2 Tage Urlaub. Ich hoffe mal, dass sie sich freut und nicht, dass sie sich denkt, ja, super, Dennis. Ja, das ist aber schön. Dass sie dann ihren Poolboy dann da. Das ist ja kein Pool. Dass sie ihn dann abbestellen muss, ne? Weil der Dennis dann da ist. Ja, auf jeden Fall, das ist einerseits dann die Überraschung. Und was ich ihr noch schenke, ja, 2 DS-Spiele. Ich hatte ihr jetzt zum letzten Jahrestag hatte ich ihr einen Nintendo DS gekauft. Die sind ja scheiße günstig mittlerweile. Ich glaube, im Fuffi habe ich bezahlt mit 2 Spielen und so einem Zubehörpaket und allem drum und dran. Und was habe ich jetzt gekauft? Weiß ich gar nicht mehr so gut. Immer Donkey Kong und Mario in so einem Kram. Ich weiß selbst nicht, was das ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie das alte Mario Bros. Oder wie die alten Donkey Kong Junior Teile. Nee, wie die alten Donkey Kong Teile auch. Und Mario Bros. Oder New Super Mario Bros. Habe ich auch gekauft. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das habe ich mal gesehen, zumindest. Habe ich, glaube ich, auch mal bei meiner Nichte gespielt. Hat ja auch mal einen 3DS gehabt. War auf jeden Fall sehr spaßig. Hat Bock gemacht, das Spiel. Oh mein Gott. So. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr sich freut und hört auf, Nachrichten zu schreiben. Ne? Macht gar nichts. Ich bringe euch sonst um. Ich erfahre das, wer es ihr verraten hat, ne? Okay. Ansonsten denke ich mal, dass die Überraschung gelingen wird. Okay. Oh mein Gott. Ja, das Schöne ist halt, danach bin ich dann noch eine Woche arbeiten. Das heißt, nächste Woche dann ab Mittwoch, ne? Und dann nur 3 Tage, fick dich. Und dann nur 3 Tage arbeiten, dann wieder ein Wochenende haben. Und dann nochmal 3 Tage, ne?
Nee, dann sogar nur 2 Tage und dann hatte Papa erstmal 1,5 Wochen frei. Und das ist super. Das freut mich. Ja, aber ich bin gebrochen. Ja, komm, ey. Ich hoffe ja schon fast, dass sie irgendwie so ein Spacken ist, der mich töten möchte. Ja, nee, das ist mir zu riskant. Ich mach's lieber über normale Sprünge. Ja, ich könnte eigentlich vielleicht auf die andere Seite mal tingeln. Nee, lieber nicht. Nee, sonst kommen gleich Vampire, die dann spawnen und mich abschießen wollen. Das ist auch uncool. Also ich habe momentan echt Bock, so ein paar alte PlayStation 2 Spiele oder sowas mal wieder zu spielen. Weil es ist bei mir so ein bisschen das Problem, so beim privaten Zocken. Ich zocke ja momentan halt Profi Soccer 2011 und Capcom Arcade Capital und zwischendurch mal dann mal irgendwie mal so ganz kurz was anderes oder so. Ja, das ist halt das Problem. Was ich habe, dass ich dann so jetzt so nichts habe, wo man so denkt, boah, da zocke ich jetzt aber mal richtig fett durch. Ich bin ja eigentlich so jemand, der gerne so sich mit einem Spiel einfach intensiv beschäftigt. Weil die 100% da immer holen und so Kack. Ne? Ich bin tot. Fuck. Ja, das war dumm von mir. Das war so dumm von mir. Schalalalala. Ja, komm, wir haben halt wieder 3 Leben. Ist auch egal. Oh, das muss jemals ein Game-Over-Bildschirm gönnen, ne? Das ist unfassbar. Cheesy Effects. Alter, ey, das Level ist kacke, ey. Das ist richtig kacke. Gut, das war jetzt mein eigenes Problem, ne? Aber diese zeitaufwendige Scheiße mit dem Plattform, da fällt man einmal runter und komm ich nicht mehr hoch, Dennis. Dass man dieser Scheiße auch nicht irgendwie wieder rauskommt, ne? Das ist so ätzend, ey. Da könnt ihr lieber direkt dann so einen Instant-Death-Scheiß daraus machen. Und nicht, dass man einfach sieht, wie man verblutet. Echt? Ah, dreh die Kamera. Nords. Ich habe übrigens schon aus Versehen mitbekommen, als ich dann so mich im Internet informiert habe, hiernach kommt gar nicht mehr so viel. Also wenn wir jetzt hier, ich sag mal, diesen Warp Room fertig haben, ist ja eigentlich nur das Level und dann der Endgegner, ne? Denke ich mal. dann kommt, glaube ich, tatsächlich nur noch ein Warp Room. Also einmal hier das, was wir jetzt hier gemacht haben, ne? Und dann ist, glaube ich, auch schon Essig mit dem Spiel. Ja, komm, ich hole mal Raketen. Boah, es geht mir so auf den Keks, ey, so scheiß langwierige Dreckskacke. Oh, und dann der blaue Ballon, der einfach nur im Weg ist. Ne? Komm auch mal dazu, ey. Ah, komm. Ich will einfach nur noch dahin. Lass mich doch einfach die Murmeln sammeln, Spiel. Ihr seht ja, ist ja auch für euch sehr spannend, hier immer das Gleiche seht, ne? Ja. Da seid ihr sowieso gewohnt hier von mir, aber... Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut. Ja, natürlich, da ist der Boden noch, da komme ich noch nicht hoch. Oh, komm, aber 20% des Lebens verloren. Ist ja nur ein Fünftel meiner Energie, ne? Ja, und guck mal, der spuckt auch so unglaublich schnell. Der war noch gar nicht bereit. Ach, ist mir so egal. Und das, diese Warterei! Die macht mich total wahnsinnig. Echt. Und vor allem, man muss ja immer wieder das machen. Und jetzt muss ich wieder warten. Jetzt muss ich hier wieder gucken mit der tollen Perspektive, dass ich genau drunter stehe, wenn ich drüber hüpse. Ich muss dann gucken, dass ich wieder auf der Plattform lande, weil die Kamera, die ist ja so unfassbar gut. Oh, und zack. Doch, jetzt springt der nicht! Jetzt springt der nicht! Jetzt darf ich nicht ganz aus dem Rum. Jetzt ist der Arsch auch noch hier im Bild. Ja, ja, ja. Dann sauf ich schon weiter ab, während der mich trifft. Ja, ja. Eins und... Ja, ich komme mein Leben retten. Schau mal nach. Aber... hier sind noch Vampirspacken, ne? Der will mich töten. Ja, ja, okay. Mann! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich verstehe das nicht, warum es bei 3D-Spielen so ein Problem ist, mal eine verfickte, anständige Kollisionsabfrage zu programmieren. Wenn er auf dem Boden steht, steht er auf dem Boden. Wenn nicht, dann nicht. Und nicht so halb so wie so, oh, der rutscht ja jetzt ab. Das ist doch Banane, ist das echt. Als ob die jetzt hier irgendeine Physik programmiert hätten oder so. Oder irgendwie so ein Algorithmus, wo ich, ja, wenn weniger als 55% von dem auf der Plattform sind, dann fällt er runter. Er soll doch einfach runterfallen und nicht irgendwie da so komisch runterglitschen. Selbst das ist spackig, ey. Ich würde ein Spiel machen, einfach nur, ich meine, wenn man Earth and Gym macht, dann ist das überhaupt mal nichts unbedingt mehr mit Realismus zu tun. Und dann soll die nicht irgendwie gucken, dass man da, wenn man mit einem Pixel draufsteht, dann runterfällt. Sondern wenn man mit einem Pixel draufsteht, dann steht man mit einem Pixel drauf und das sollte reichen. So wie bei Crash, da kann man ja auch voll an der Kante stehen. Oh, da habe ich in 2D-Spielen sogar schon hinbekommen. Oh, so, komm. Dankeschön.
Deswegen, echt, wenn man so andere Jump'n'Run spielt, dann weiß man eigentlich so richtig geile Kracher, um es wieder richtig zu schätzen. Also wie so ein Crash oder sowas einfach funktioniert. Oder auch ein Spyro. Würde ich auf jeden Fall da nicht ausklammern. Aber dieser Warpunkt, ne, also der hat mir das Spiel echt so jetzt auch gerade ein bisschen versaut. Oder so, Jim, ne? Also eine Level, also die anderen Level waren zwar, wie ich ja schon letztes Mal erwähnt habe, eigentlich ganz cool. Ui. Ja, wo soll ich denn bis da hinten hin? Hm. Das schaffen wir, ja, ja. Ja, guck mal, da haben wir noch ein bisschen Freund. Schon mal tatsächlich, oh mein Gott. Gut, haben wir mit Sieg gerechnet. 26%, schalala. Das ist ja, ey, guck mal, ey, wat, wie kacke meine Homing-Missiles sind, ne? Und die Spucke, die verfolgt mich, wenn ich einen Meter bevor die auf mich implodieren, hochspringe. Dann haben die so eine Reaktionszeit, dass sie mich dann trotzdem treffen. Das ist unglaublich. Das ist unfair, ist das. Wirklich unfair. Und letztendlich sind meine Raketen ja auch, denke ich mal, ungefähr nur so dreimal so viel ab, circa. Okay, aber von mir ist auch dreieinhalb mal so viel, ne? Aber dafür treffe ich auf 30 mal so viele Gegner, ne? Als das, was ich an Manpower hier bieten kann. Oder an Wurmpower. Ja, auf jeden Fall, die Level im Haus war zwar vom Grundsatz her ganz geil aufgebaut auch, aber diese kryptische Scheiße, das ist so kein Level, dass man da gegen die Wand schlagen muss und so. Bob, ich hasse es! Kackkamera! Mann! Ich habe gerade meinen Controller weggeschmissen. Boah, weil mir es einfach so auf den Sack geht. Diese Scheiße, ey. Mann. Dummes Dreckskack. Wer hat das Spiel gemacht? Echt. Boah. Ich hoffe echt, die Firma gibt es nicht mehr. Es ist ja unglaublich. Weil die Kamera einfach nicht mitgeht. Man kann doch mal hier so von wegen, ne? Oh, guck mal, ich muss die immer nachjustieren. Macht so einen Spaß. Vor allem während des Sprungs kann man die so toll nachjustieren. Oh. Boah, geht mir das Spiel gerade auf den Sack. Okay, dass ich so bleiben könnte wie die ersten Level, dass man jetzt nicht unbedingt so die krasse Sprungsteuerung braucht. Damit man das auch mal hier spielen kann, das Kackspiel. Mann, ey, geht mir das auf den Sack. Ja, guck mal, ne, natürlich, die Spucke geht so weit und mein Schuss. Oh, guck mal, ich treffe ihn ja eigentlich, aber auch irgendwie nicht. Und weil die Reichweite meines Schusses so unfassbar groß ist, verschwende ich wieder 14 Minuten und offensichtlich auch Energie. Weil, der wieder irgendwie von der Plattform abgerutscht ist. Und da konnte ich auch super erkennen, dass ich da jetzt nicht drauf... Ja, und jetzt hängt er an dem Pixel fest und ich verliere nochmal 20%. Ein kurzer Applaus. Sehr schönes Spiel, doch, muss ich sagen. Boah, geht mir auf den Sack. Oh, das hat so schön angefangen, das Spiel, ne? Das hat so Spaß gemacht, echt. Und jetzt versaut es mir jetzt gerade hart. Boah. Ich dachte ja wirklich, gestern wäre vielleicht so, ne, einfach nur eine Laune gewesen. Wo ich so, ne, hab ich ja schon am Anfang erwähnt. Oh, offenbarweise nicht so produktiv, ne? Hast keine Videos mehr, hättest gerne ein bisschen mehr geschafft. War aber nicht so, aber wenigstens hast du die anderen Sachen jetzt abgehakt. Ne? Kann ja sein, dass ich deswegen gedacht habe, okay, machst du mal einen schnellen Level. Und dass ich danach halt dann einfach nicht mehr so in Form war. Gut. Bin auch heute voller Tatendrang hier, aber mir geht's ja wieder genauso wie gestern, ne? Und ich bin ja froh, dass ich diesen scheiß Ballonwichse geschafft habe. Aber dass ich jetzt hier einfach die Sprünge nicht mehr hinbekomme, ne? Das ist so erbärmlich. Das ist so unfassbar erbärmlich. Und das Schlimme ist, also ich fände es ja toll, wenn ich mich dann wirklich auch denken würde, ja, da muss ich ein bisschen dran arbeiten, denn, aber es ist einfach die Kackkamera. Ja, ne, R1-Knopf. Hm. Hinter mir justieren. Hier habe ich natürlich auch die Zeit, wenn die Sachen runtergehen, die erstmal zu justieren. Schön. Die Kamera natürlich. So viel Zeit muss ja auch sein. Oh, ja, okay, dann kommt hier jetzt ein bisschen Papier. Hallo! Es interessiert einfach einen Scheißdreck, ne? Ob ich springe oder ob ich nicht springe, das ist unglaublich. Mann! Boah, ich könnte! Boah! Boah, dann sollen die wenigstens bei jedem Kackfeld wenigstens einen Aufgang machen und nicht nur zwei im ganzen Bereich. Ey, es ist so scheiße. Mann, so ein schlechtes Spieledesign. Echt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Boah! Mein Gott, ey, ich bin richtig wütend. Das ist jetzt auch nicht nur irgendwie so ein Crash wie vorhin im Brust oder so. Das fuckt mich richtig ab. Ich würde am liebsten jemanden einfach mal so richtig. Also irgendjemand, der hier fahren würde, so richtig fest ins Gesicht schlagen. Mit der Faust. Boah! Okay, alles cool. Alles cool. Wir schaffen das jetzt. Mit 9% Energie. Natürlich schaffen wir das. Warum sollten wir es nicht schaffen? Oh.
Kirchenglocken. Toll. Ja, von, ja okay, das schaffe ich nicht, weil letztendlich die spawnen ja auch Reh, ne? Also hier die Vampires. Also was finde ich aber immer richtig, also noch frustrierend, wenn man einfach nur runterfällt. So wie gerade. Da kommt keiner, okay. Knaps. Ups. Ja, okay. Das ist doch echt. Geh mir nicht auf den Sack. Ich will es nicht abbrechen. Echt. Aber wenn das so scheiße weitergeht, ne? Ich ziehe es durch, werde kein Stückchen Genuss mehr haben an dem Spiel. Die anderen Level müssen besser sein. Das ist der größte Scheiß hier. Echt. Der allerdümmste Dreckswichs. Also auf jeden Fall der dümmste Scheiß, den ich seit Jahren gespielt habe. Ernsthaft. Also echt, das Twin Sanity Jump and Run Koryphäe gegen. Ne? Das ist aus meinem Mund. Weil wie ich auch schon in der letzten Aufnahme gesagt habe, es ist in vielen Sachen ähnlich beschissen, ja. Aber Twin Sanity ist auch nicht ganz so beschissen. Weil die Kameraführung, die erinnert mich sehr stark daran. Das ist also immer so dieses so von wegen, ja, ich habe eine hektische Kameraführung, wenn ich springe. Die Sprungsteuerung ist so ähnlich. Ich habe jetzt keinen Doppelsprung auf den Helikopter, der mich ungefähr 4 cm weiterbringt. Schön und gut. Und das Schießen ist auch super, ja, wie man sieht, ne? Gut zum Thema Homing, ja. Und wieder lustiges Abrutschen, ne? Obwohl ich eindeutig noch drauf stand, aber ist ja okay. Und dann verliere ich halt wieder meine Energie und vielleicht sogar das Leben, wer weiß. Ja, okay, schaff ich nicht. Oh, ich hab's doch geschafft. Cool. Ja, pff, zwei Perlen. Das ist doch echt scheiße. Ja, gut. Und wieder Game Over. Cool. Okay, ich mach den letzten Versuch. Also, ohne Scheiß. Der Wille war da heute. Der Wille war definitiv da. Aber, nee. Ich will das Spiel eigentlich auch gerade nicht mehr spielen. Ich will das Level hinter mich bringen. Ich will den Boss hinter mich bringen und mir die nächste Welt angucken. Ich hoffe, echt, ich hoffe für das Spiel, dass sie besser sind. Ich werde dem Spiel nichts antun. Aber ich kann jetzt schon sagen, das ist mit Abstand der schlechteste Earth und Gym-Teil von allen. Also von allen dreien. Echt. Coole Ideen auf jeden Fall, aber die Umsetzung, echt, boah, 5. Maximal. Auch keine 4 Minus, auch keine 5 Plus, der kommt auch nicht gerade so durch, aber gerade wenn jetzt solche Sachen wie Springen und sowas gefragt sind, ne, weil der in den ersten Level, ich sag mal, verzeiht wurde, wenn man es nicht geschafft hat. Das ist halt ja okay. Aber wenn das so unverzeihlich ist wie hier. Nee. Keine Chance. Das finde ich echt schade. Komm, geh da rein. Affenarsch. Ach komm. Also es ist ja auch immer ein Unterschied, ne, ob ich dann irgendwie so mich dann darüber aufrege oder ob ich wirklich wütend bin. Und gerade ist das wirklich einfach nur pure Wut. Absolute Wut. Also ich hoffe einfach mal, dass ich den Scheiß schaffe und dann darf ich einfach nicht sterben. Punkt. Und dann muss ich es halt schaffen. Oder dann falle ich wieder durch den Boden durch oder so, ne? Ja. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal Spiel. Den Ruf, dann springen wir auf den Ruf, machen den Kaporski. Ja, ich habe ja so richtig viel Platz auszuweichen. Und weil es auch so cool ist, auf der Plattform zu springen. Ne? Weil man sieht, die bleibt ja auf jeden Fall auf der Plattform fokussiert. Ne? So dass man auch sieht, wo man landet. Ja, ja. Echt, ey. Wir haben jetzt Spiel getestet. Das irgendwann, wenn ich das Spiel mal durchhaben sollte, ne, achte ich mal bei den Quells, ob es dann Spieletester gab. Auf jeden Fall haben die ihren Job nicht gemacht. Oder habe ich den Job gemacht und haben gesagt, okay, die Sprungsteuerung ist scheiße, die Kameraführung ist scheiße. Und auch die Kollisionsabfrage, gerade bei den Plattformen, ist ein bisschen kacke. Und wir haben die Programmierung einfach gedacht, psch, ja gut, mag sein. Ich habe keine Zeit, dann auszumerzen. Wir müssen veröffentlichen. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Also, würde auf jeden Fall einiges erklären. Und jo, ja, ist halt schon gut. Das war okay. Man kann machen, was man will, ne? Ernsthaft. Okay.
Ich habe jetzt keine Lust, auf wieder 30 Sekunden zu, oder 40 Sekunden zu warten, ey. Das ist so nervig, das ist so unglaublich nervig. Arts. Okay. Ich glaube, ich habe noch nichts erzählt. Ich habe nur Tortellini. Einfach nur mit Ketchup. Tortellini mit Ketchup. Ich habe jetzt auch nichts Großartiges mehr gekauft, wenn ich 4 Tage weg bin. Ich habe mir Bananen gekauft, doch. Ich hatte mir ja vorhin noch eine Küchenmaschine gekauft. Und ich habe gestern schon einfach meinen ersten Shake gemacht. Einfach nur Eis und Milch. War geil. Doch. Kann man mit arbeiten. Okay. Ich darf mich einfach nur nicht von den Piranhas treffen lassen. Okay. Was ich sehe, kann ich nicht treffen, ne? Ja, das ist wirklich so, ne? Das ist doch erbärmlich. Du bist so ein dummes Spiel. Du bist so ein dummes Spiel. Oh mein Gott, okay. Und übrigens, warum ich den Scheiß machen muss, ne? Weil das Spiel so toll ist und ich die Sachen, die ich merklich schon gesammelt habe. Geiles Spiel. Jein! Ich hasse es, Mann. Es kann nicht sein. Boah, das fuckt mich so hart ab, ey. Oh. Man sieht hier doch nichts in dem Kackspiel. Echt? Pain. Das ist doch so dumm. Das ist so eine dumme Drecksscheiße, ne? Meine Fresse. Boah, geht mir das auf den Sack. Dieses Kackspiel. Mann. Weil man auch nichts erkennt hier. Boah. Ab wann falle ich runter? Ab wann stehe ich noch auf der Plattform? Ab wann lande ich auf der Plattform? Wo ist mein scheiß Schatten, dass ich sehe, wie weit ich gekommen bin? Es gibt keine schlechtere Perspektive, um das festzustellen. Und man kann